Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sind die Tage des Autokraten Hosni Mubarak gezählt? Während die Ägypter trotz Ausgangssperre weiter auf die Straße gehen, fliehen die Ausländer aus einem Urlaubsland in Aufruhr. Die Tagesthemen. Begrüßung, Deutsche kehren zurück aus Ägypten. Befragung, Ermittlungen gegen Zugführer von Hordorf. Und Belohnung, überraschende Erbschaft für freundliche Franzosen. In Ägypten bröckelt die Macht von Präsident Mubarak jeden Tag ein Stückchen mehr. Erst setzt der Mann, der fast 30 Jahre lang ohne Stellvertreter regierte, einen Vizepräsidenten ein, der immerhin von Verfassungsreformen spricht. Dann tauscht er Minister aus, doch ein richtiger Neuanfang sieht anders aus. So ähnlich lief es in Tunesien auch. Kurze Zeit später war Ben Ali aus dem Land geflohen. Sehr viel hängt davon ab, ob das Militär weiter hinter Mubarak steht. Heute Abend verkündet die Armee, die Forderungen der Demonstranten seien legitim. Man werde keine Gewalt anwenden. Wenn morgen, wie angekündigt, Millionen Demonstranten zum Präsidentenpalast ziehen und Mubaraks Sturz fordern und die Armee dann nicht eingreift, dann könnte das der Tag der Entscheidung sein. Über die Lage in Ägypten, Alexander Stenzel. Am Morgen sind wieder Polizisten in den Straßen Kairos zu sehen. Zwei Tage waren sie einfach nicht da. Jetzt nehmen sie ihren Dienst wieder auf, als sei nichts geschehen. Die Lächelpolizisten sind für die Protestbewegung eine Provokation. Wir wollen euch nicht, skandieren die Bürger. Wie können die sich hier einfach so hinstellen, nachdem sie auf dem Platz der Befreiung auf uns eingeprügelt haben? Die gehören alle zum Innenministerium. Das sind Kriminelle. Immerhin entlässt Präsident Mubarak den verhassten Innenminister, der für das brutale Vorgehen der Polizei verantwortlich ist. Aber es hilft nichts. Die neue Regierung ist Mubaraks Regierung. Für die Protestbewegung ist damit das ganze Kabinett diskreditiert. Deswegen treffen sich am Mittag wieder die Massen am Platz der Befreiung im Zentrum Kairos. Das System Mubarak soll weg. Mit jedem Tag wächst das Selbstbewusstsein der Demonstranten. Sie fühlen sich moralisch im Recht. Wir wollen nicht kämpfen, das ist eine friedliche Demonstration, aber unsere Botschaft kommt offenbar nicht an. Für morgen hat die Bewegung um El Baradei zum Generalstreik aufgerufen und rechnet mit 1 Million Demonstranten. Heute ließen die Streitkräfte verlauten, dass die Forderungen der Demonstranten legitim seien und keine Gewalt angewendet werde. Dies deutet auf eine Parteinahme des Militärs für die Reform hin. Diese Botschaft wird sogar von den Soldaten in den Straßen verbreitet. Die Armee wird niemals auf das Volk schießen. Das hat das Militär noch nie getan. Wenn jemand etwas anderes sagt, dann muss er das beweisen. Diese jungen Männer rechnen mit dem Schlimmsten. Sie ziehen symbolisch das Totenhemd an. Denn es gibt sie, die reaktionären Kräfte, die Reformen ablehnen. Manche fürchten, dass die Alten des Systems über Leichen gehen werden, um die Protestbewegung zu stoppen. Es gibt Gerüchte, dass kriminelle Heckenschützen auf uns schießen sollen, damit sich der Protest auflöst. Wir sind bereit, für Ägypten zu sterben. Das sind wir auch denjenigen schuldig, die bei den Protesten getötet wurden. Der Druck der Straße soll morgen mit 1 Million Demonstranten erhöht werden. Entscheidend wird sein, ob sich die Streitkräfte tatsächlich, wie angekündigt, zurückhalten werden. Und natürlich hängt auch vieles davon ab, ob das Ausland seinen Druck auf Mubarak erhöhen wird. Beim Treffen der EU-Außenminister heute in Brüssel gab es aber statt Druck nur wachsweiche Demokratieappelle. Viele Europäer halten an dem langjährigen Verbündeten Mubarak fest, hatte der doch immer gedroht, wenn ihr mich fallen lasst, kommen nur die Islamisten in Ägypten an die Macht. Damit hat man sich lange zufrieden gegeben und dabei eine Diktatur zähneknirschend hingenommen. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn brachte es heute auf den Punkt. Wir haben uns immer nur um die außenpolitische Stabilität gekümmert, sagte er, und dabei vielleicht zu wenig an die Menschen gedacht. Und in Kairo begrüße ich jetzt den deutsch-ägyptischen Politikwissenschaftler Hamed Abdel Samad, der ein Buch mit dem Titel »Der Untergang der islamischen Welt – eine Prognose« veröffentlicht hat und nun, als die Unruhen in Ägypten ausbrachen, sofort nach Kairo reiste. Herr Samad, die europäischen Staaten können sich offenbar nicht einigen, ob sie Machthaber Mubarak unterstützen sollen oder die Opposition. Gibt es denn im Land überhaupt politische Kräfte, die Mubarak ablösen könnten? Denn die Bildung von Parteien und Oppositionsgruppen war ja bisher verboten.
Es gibt zahlreiche Parteien, die in Ägypten arbeiten, die Karama-Partei, die Rad-Partei, die Tagamo-Partei, es gibt auch die Bewegung um Mohammed el-Baradei. Es mangelt nicht an Ägypter, die in der Lage sind, auch die Geschicke des Landes zu leiten. Es wäre eine Beleidigung des ägyptischen Volkes zu behaupten, dass nur Mubarak Ägypten leiten kann. Nun ist ja aber auch immer wieder die Rede von einer starken Oppositionsgruppe, nämlich die Muslimbrüder. Welchen Einfluss haben sie? Sind die eher gemäßigt oder radikal? Die haben beide Flügel. Sie haben radikale Flügel und gemäßigte Flügel. Die Muslimbruderschaft ist aber in den letzten 10 Jahren stark geschrumpft und genießt vielleicht nur bei 15% der Bevölkerung Zustimmung. Sie laufen mit in den Demonstrationen. Ich habe selber gesehen, sie haben versucht, ihre islamistischen Slogans zu rufen, aber sie wurden sofort von den restlichen Demonstranten gestoppt. Und es hieß, hier protestiert das ägyptische Volk zivilisiert und keine religiöse Sekte. Das heißt, nach Ihrer Einschätzung ist deren Einfluss auch gar nicht so stark? Nein, sie werden überschätzt, weil Mubarak auch diese Illusion in die Welt verbreitet seit mehreren Jahren, dass die einzige Alternative zu ihm die Muslimbrüder sind, die Islamisten. Aber Ägypten ist nicht Gaza, Ägypten ist nicht Iran oder Afghanistan. Hier gibt es eine neue zivile Gesellschaft, hier gibt es eine neue junge Generation, die Facebook-Generation wird hier genannt, die auch diese Proteste herbeigerufen haben. Es waren nicht die Parteien und es waren nicht die Muslimbruderschaft, sondern die jungen Ägypter. Nicht vergessen, 70% der Ägypter sind unter 30 Jahren. Der Westen fordert nun demokratische Reformen, rückt aber nicht klar von Mubarak ab, der sich ja, wie Sie auch selber sagen, immer als Bollwerk gegen den Islamismus anbot. Setzt der Westen damit auf die richtige Karte? Nein, das ist die letzte Chance wirklich für den Westen, Glaubwürdigkeit in der islamischen Welt zurückzugewinnen. Man hat immer auf die Diktaturen gesetzt und hat sich gegen die Demokratisierung gesetzt im Namen der Stabilität. Heute ist Mubarak kein Stabilitätsfaktor mehr für Ägypten. Im Gegenteil, heute ist Mubarak eine Gefahr für Ägypten und eine Gefahr für die Region. Und ich hoffe, dass die westlichen Politiker, aber auch die westliche Bevölkerung das endlich kapiert und sich auf der richtigen Seite stellt. Auf der Seite der Demokratie, auf der Seite des ägyptischen Volkes. Sie sind ihre besten Verbündete für die Zukunft. Aber wie genau könnte es jetzt weitergehen? Welcher Weg wäre denn für Ägypten jetzt der richtige? Der richtige Weg wäre eine nationale Notstandregierung aus allen Parteien, von mir auch aus der nationalen Partei, die regiert, aber auch mit anderen Kräften. Hauptsache, das System Mubarak, das Regime Mubarak muss sein Ende finden und wir brauchen einen Neuanfang. Ägypten verändert sich gerade und ich hoffe, dass die Welt sich mit ihr verändert. Herr Samad, in Ihrem jüngsten Buch prognostizieren Sie den Untergang der islamischen Welt. Erleben wir in diesen Wochen den Anfang vom Ende der islamischen Welt? Die islamische Welt, wie wir sie bis jetzt kannten, ist am Ende. Die alten Strukturen, die patriarchalischen Strukturen bröckeln, weil sie keine Legitimität mehr beim Volk haben. Das wird dazu führen, dass wir sicherlich auch eine Phase des Chaos, der Gewalt erleben werden. Aber wir werden das aushalten und ich hoffe, dass die Welt auch Ägypten und in der arabischen Welt auch diese Phase gönnt und unterstützt im Prozess des Wiederaufbaus. Aber auf alten Kräften zu setzen, wäre der falsche Weg. Ich hoffe, dass der Westen diese Botschaft aus Ägypten hier hört. Ich hoffe, dass Sie heute auf den Tahrirplatz schauen und sehen, wie sehnsüchtig die Ägypter sind nach Freiheit. Das ist das, was wir wollen. Hoffnungen und Einschätzungen des deutsch-ägyptischen Politikwissenschaftlers Hamed Abdel Samad aus Kairo. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Gestern in den Tagesthemen sprachen wir mit dem stellvertretenden Leiter der deutschen Schule in Alexandria, Egon Schäfer. Der erklärte, Familien und Ordensschwestern säßen voller Angst in der Schule, während draußen der Mob durch die Straßen ziehe. Die deutsche Botschaft aber, so Schäfer weiter, schätze die Sicherheitslage als ganz gut ein. Eine Stunde nach der Sendung meldete sich ein Botschaftsmitarbeiter bei Egon Schäfer. Und heute Vormittag rief das Auswärtige Amt bei uns in der Redaktion an und versicherte, ein Botschaftsteam sei aus Kairo auf dem Weg nach Alexandria.
Der Rückflug von dort ist nun für morgen geplant. Während die Frauen und Männer in Alexandria also noch ausharren müssen, flogen zwei Maschinen heute Deutsche, die in Kairo gearbeitet hatten, in die Heimat zurück. Michael Immel. Erleichterung ist in so manchem Gesicht abzulesen. Die erste Sondermaschine ist da, kurz vor 8 heute Abend am Flughafen Frankfurt. Insgesamt 3 Jumbos hat die Lufthansa auf die Strecke geschickt. Fast 1000 Menschen wurden aus Kairo ausgeflogen. Sehr unruhig, wird viel geschossen, war sehr unangenehm. Vor allem nachts, viel auf den Straßen wird da geschossen. Wir hätten nicht ausreisen müssen, aber dort bleiben hätte bedeutet, dass ich mich nicht aus der Wohnung bewege. Und das war mir einfach zu unangenehm. Der Morgen in Kairo, dichtes Gedränge vor der deutschen Botschaft. Viele wollen nicht länger bleiben. Sie fühlen sich unsicher in der ägyptischen Hauptstadt. Also gestern war ich doch ein bisschen erschrocken, als ich diese Kampfjets gesehen habe und die Straßenbarrikaden. Also ich fühle mich sicherer, wenn ich nach Hause fliege. Natürlich denke ich jetzt auch an unsere kleine Tochter und freue mich natürlich, dass sie sicher nach Hause kommt, erstmal eine Weile. Aus Sicherheitsgründen organisiert die Botschaft einen Buskonvoi. Der bringt die Ausreisewilligen zum Flughafen. Zwar hat das Auswärtige Amt bislang keine generelle Reisewarnung für Ägypten ausgesprochen, dennoch gilt, einige Regionen sollten Besucher jetzt dringlich meiden. Es gibt aber auch Regionen, wo die Masse der Touristen sind, nämlich in den Orten am Roten Meer, wo im Moment noch der Reiseverkehr normal läuft und wo es auch weiterhin ruhig bleibt. Wir raten allerdings seit gestern Abend eben aufgrund der instabilen Lage klar und deutlich von Reisen nach Ägypten ab. Vor Reisen wird abgeraten, dennoch keine offizielle Reisewarnung. Das verwirrt so manche Urlauber. Flughafen Düsseldorf heute Mittag. Diejenigen, die jetzt nach Ägypten fliegen, haben sich im Internet informiert. Gemischte Gefühle bleiben. Mich ärgert halt, dass das Auswärtige Amt nicht eindeutig Stellung bezieht, sondern für diesen Bereich ja so ein bisschen schwammige Ausdrücke benutzt, sodass man halt da nicht kostenfrei stornieren kann. Kairo ist 600 Kilometer weg, Ausflüge, also wir bleiben auch in der Anlage dann. Aber also Angst haben wir keine. Der Großteil der Urlauber, die bereits in Ägypten sind, bleibt gelassen. Die Lage in den bekannten Urlaubsgebieten am Roten Meer ist nach wie vor entspannt. Natürlich war die Staatskrise in Ägypten auch das beherrschende Thema im Nachbarstaat Israel, als sich dort heute Premierminister Netanyahu mit Bundeskanzlerin Merkel traf. Während die Bundesregierung auf demokratische Reformen hofft, will Israel um jeden Preis am System Mubarak festhalten. Gilt er den Israelis doch als Garant für Stabilität. Bis heute ist Ägypten neben Jordanien das einzige arabische Land, mit dem Israel einen Friedensvertrag geschlossen hat. Und sollte Mubarak nun stürzen, dann befürchtet Israel, vollends eingekeilt zu sein von politischen Feinden und sich nun auch gegen den bis jetzt befreundeten Süden abschotten zu müssen. Über Israels Angst vor der arabischen Revolution Markus Rosch. Gute Freunde treffen sich heute in Jerusalem. Es ist bereits die dritte deutsch-israelische Regierungskonsultation seit 2008. Angela Merkel ist ein immer gern gesehener Gast. Doch zu lächeln gibt es wenig. Zu dramatisch ist die Lage im Nahen Osten. Israel sieht seine Sicherheit durch die Entwicklung in Ägypten bedroht, will, dass die befreundeten Staaten die autoritäre Regierung von Präsident Mubarak unterstützen. Angela Merkel gibt sich da eher zurückhaltend. Ich glaube, das wird man nicht weiter unterdrücken können. Und insofern ist die Frage, wie das Land Ägypten jetzt mit diesen Demonstrationen umgeht, natürlich eine Frage, die die Stabilität Israels aufs Engste bewegt. Aber auch hier gilt das, was wir auch zu allen anderen Ländern sagen würden. Dialog ist notwendig, Meinungsfreiheit ist notwendig, friedlicher Umgang mit Demonstranten ist notwendig. Jetzt besteht die Gefahr, dass sich um uns herum autoritäre islamische Staaten etablieren, wie zum Beispiel der Iran, die Menschenrechte missachten und demokratische Bewegungen unterdrücken. Israel fürchtet nichts mehr als die Folgen eines islamistischen Umsturzes in Ägypten. Denn seit 33 Jahren ist das Nachbarland ein verlässlicher Partner. Ein Friedensvertrag wurde geschlossen, das Land am Nil bekämpft die Islamisten im eigenen Land und hält die radikale Hamas im benachbarten Gazastreifen an der kurzen Leine.
Das alles könnte die Region verändern. In den letzten Dekaden hat ein moderates Ägypten die arabische Welt angeführt. Wenn die Muslimbruderschaft an die Macht kommen sollte, würde das Instabilität für die ganze Region bedeuten. Und andere Regierungen wie Jordanien und Saudi-Arabien könnten folgen. Das wären schlechte Nachrichten für die ganze Welt. Israels strategisches Problem: Im Norden und Süden kämpft man bereits gegen vom Iran unterstützte Gruppierungen. Die Hamas im Gazastreifen und die schiitische Hisbollah im Libanon. Beide Bewegungen haben derzeit Aufwind. Die Hamas konsolidiert ihre Macht im Gazastreifen und das Raketendepot der Hisbollah ist gefüllt. Sicherheitsexperten sprechen von bis zu 50.000 Raketen, die sogar Tel Aviv erreichen können. Das ist ein Horrorszenario für Israel, das ist ein Horrorszenario auch für die israelische Regierung. Und deswegen ist das, was jetzt passiert, für uns so wichtig und so entscheidend. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, will die deutsche Regierung den Friedensprozess wieder ankurbeln. Doch dazu müssen Israelis und Palästinenser Kompromisse eingehen. Die Forderung der Kanzlerin, der israelische Siedlungsausbau soll endlich gestoppt werden. Bin ich jedenfalls der Meinung, dass auch aus der Roadmap heraus deutlich war, dass der Siedlungsausbau gestoppt werden sollte. Und ich persönlich halte es für besser und für notwendig, dass Verhandlungen stattfinden könnten, wenn darauf verzichtet wird. Es waren heute schwierige Gespräche unter Freunden. Doch die angespannte Lage im Nahen Osten könnte vielleicht den Friedensprozess wieder in Gang bringen. Das zumindest scheint die Kanzlerin zu hoffen. Deutschland, Israel und Ägypten. Ein Kommentar von Stefan Bergmann vom Bayerischen Rundfunk. Stabilität heißt das Schlüsselwort dieser Tage. Bezogen auf die guten, vertrauensvollen Beziehungen Deutschlands mit Israel trifft dies sicherlich zu. Das hat sich auch heute wieder beim Treffen der beiden Regierungen in Jerusalem gezeigt, mit einer ganzen Reihe handfester Vereinbarungen. Weil nun aber Deutschlands Verhältnis zu Israel aufgrund des beispiellosen Verbrechens der Shoah immer ein besonderes sein wird, steht jede deutsche Regierung auch in besonderer Verantwortung. Das Engagement für die Sicherheit und das Existenzrecht Israels müssen zu Recht immer grundlegendes Element deutscher Politik bleiben. Deshalb ist es auch gerade jetzt angesichts der Ereignisse in Ägypten die Pflicht unserer Regierung, Jerusalems Ängste vor einem Erstarken der Islamisten in Kairo zu verstehen und ernst zu nehmen. Fühlt sich Israel doch von Süden wie von Norden, von der Hamas in Gaza wie von der jetzt tonangebenden Hisbollah im Libanon ohnehin schon bedroht genug. Genauso wichtig und richtig ist es aber, wenn Kanzlerin Merkel den eigensinnigen Premier Netanyahu gerade jetzt dazu drängt, in Israels ureigenem Interesse den Friedensprozess mit den Palästinensern wieder aufzunehmen. Gerade jetzt, wo nicht nur der kalte Friede mit Mubaraks Ägypten und womöglich noch mit Jordanien auf dem Spiel steht, sollte die einzige Demokratie im Nahen Osten die Initiative ergreifen und so Vertrauen auch bei der protestierenden Opposition in den arabischen Ländern aufbauen. Das würde auch den Islamisten den Wind aus den Segeln nehmen und Israel nicht weiter isolieren. Nur auf autokratische Staatslenker gegründete Stabilität kann sich schnell als Boomerang erweisen. In einem neuen Nahen Osten könnte das prosperierende demokratische Israel zum Motor der Region werden. Der Beistand aus Deutschland wäre ihm gewiss. Stefan Bergmann kommentierte. Auf der Tagesordnung der EU-Außenminister in Brüssel stand heute auch die Lage in Tunesien nach dem Sturz des ehemaligen Präsidenten Ben Ali. Die Kurznachrichten mit Thorsten Schröder. Die Minister einigten sich darauf, alle Konten Ben Alis und seiner Frau in der Europäischen Union zu sperren. Die tunesische Justiz hatte am Mittwoch einen internationalen Haftbefehl gegen das Paar ausgestellt, weil es sich illegal bereichert und Geld ins Ausland geschafft haben soll. Die politische Krise in Tunesien, Ägypten und anderen nordafrikanischen Staaten hat mittlerweile auch wirtschaftliche Folgen. Investoren ziehen wegen der unsicheren Lage Geld aus der Region ab. Näheres von Anja Kohl. Anleger wollen kein Risiko eingehen. Sie bringen ihr Geld lieber in Sicherheit. Schon seit dem 8. Januar, dem Beginn der Aufstände in Tunesien, haben sie es von den Börsen des Nahen Ostens abgezogen. Seitdem hat Ägyptens Börse 26% verloren, die Tunesiens 17%, Abu Dhabi 11%, Israel 11%, Saudi-Arabien 9%, Katar 8%. Die politische Unsicherheit in Ägypten könnte die wirtschaftliche Situation weiter verschlechtern, attestierten heute die Kreditwächter der Ratingagentur Moody's. Sie stufen das Land
Land nun als weniger kreditwürdig ein. Der ägyptische Staat ist stark verschuldet, die Arbeitslosenquote hoch. Halten die politischen Unruhen an, könnte die politische Führung teure Sozialprogramme auflegen. Die würden jedoch die Haushaltslage weiter verschärfen. Das autoritäre Regime Mubaraks hat mittlerweile das Vertrauen der Investoren verloren. Sie werden erst zurückkehren, wenn die Verhältnisse wieder stabil sind. Und jetzt die Börsendaten. An der Wall Street schloss der Dow Jones mit einem Plus bei 11.891 Punkten. Der DAX lag bei 7.077 Punkten. Das ist ein Minus von 0,4%. Bahnreisende müssen sich auf Warnstreiks einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Gespräche über einen Branchentarifvertrag mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. GDL-Chef Wieselski sagte, in den strittigen Fragen habe es keinerlei Fortschritte gegeben. Die Gewerkschaft fordert eine einheitliche Bezahlung aller Lokführer im Fern-, Güter- und Regionalverkehr. Am Donnerstag will sie über Arbeitskampfmaßnahmen entscheiden. Die Inflation ist im Euroraum auf den höchsten Stand seit mehr als 2 Jahren gestiegen. Nach einer Schätzung des EU-Statistikamtes Eurostat lag die Teuerungsrate im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 2,4%. Experten führen das auf steigende Preise für Energie und Lebensmittel zurück. 2 Tage, Entschuldigung, nach dem schweren Zugunglück in Sachsen-Anhalt ist immer noch nicht klar, wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem Güterzug und der Regionalbahn kommen konnte. Eine Spekulation, der Lokführer habe sich gar nicht auf den ersten, sondern auf der zweiten Lok des Güterzuges aufgehalten und so vielleicht auch ein Rot auf dem Haltesignal nicht gesehen. Und während der Staatsanwalt nun versucht, die Wahrheit herauszubekommen, trauern die Menschen im Bördekreis. Paul Pietras. Es ist ein schwerer Gang heute zur Unglücksstelle in Hordorf. Andreas Putzer geht ihn mit seinen Chefs vom Bahnunternehmen Veolia. Für diesen Konkurrenten der Bahn AG kümmert sich Putzer um den Harz-Elbe-Express zwischen Magdeburg und Halberstadt. Deshalb war er noch in der Unglücksnacht hier vor Ort. Ich bin hier runter in diesen Bereich gekommen und habe dann dort vorne 8 zugedeckte Menschen liegen sehen, die schon verstorben waren. Und der Einsatzleiter der Feuerwehr hat mir dann mitgeteilt, dass noch 2 Leute dort in dieser Böschung liegen, die später geborgen werden. Also schon zu diesem Zeitpunkt waren es dann 10 Tote. Die Unglücksstelle ist fast beräumt, doch erst 3 der 10 Toten sind identifiziert. Von den 23 Verletzten schweben noch 2 in Lebensgefahr. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft, wie es auf der eingleisigen Strecke zum Zusammenstoß kommen konnte. Der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung richtet sich gegen den Lokführer des Güterzuges. Dass der Lokführer möglicherweise ein Haltesignal überfahren haben könnte und aus diesem Grunde diese Katastrophe ausgelöst worden ist. Obwohl es also Indizien für menschliches Versagen gibt, werden nun vor allem strukturelle Gründe diskutiert. Die Gewerkschaft GDL kritisiert zu lange Schichten für die Lokführer, da leide die Konzentration. Sachsen-Anhalts Innenminister Höfelmann kritisiert, man liege hier bahntechnisch teilweise noch in der Steinzeit. Auch der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert, dass bei Hordorf solche Sicherheitsmagneten fehlen, die Züge bei Rot automatisch stoppen. Weil so das Unglück nicht verhindert wurde, sieht Pro Bahn gar eine Mitschuld der Politik. Wir fordern von der Bundespolitik, dass sie sich endlich der Verantwortung stellt, die sie hat, nämlich die Schiene ausreichend zu finanzieren, dass sie weggeht von Prestigeprojekten wie Stuttgart 21, sondern vernünftig in die Fläche investiert. Denn es ist heute wirklich so, dass die Bundespolitik, weil sie eben um die Situation weiß, an den Toten vom Harz mit Verantwortung trägt. Das Bundesverkehrsministerium weist das zurück. Immerhin seien bei Hordorf gleich 2 Haltesignale überfahren worden. Der Einbau der Sicherheitstechnik sei hier schon geplant gewesen und dafür bekomme die Bahn genügend Geld. Maßnahmen für dieses Sicherungssystem, von dem wir hier sprechen, liegen in der Verantwortung der Deutschen Bahn AG. Die Deutsche Bahn AG erhält von der Bundesregierung 2,5 Milliarden jährlich für den Erhalt des Schienennetzes. Bahnchef Rüdiger Grube reagiert noch am Abend. Bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung Beckmann kündigt er an, man werde nun alle eingleisigen Strecken auch auf eigene Kosten so schnell wie möglich nachrüsten. Ja, und Reinhold Beckmann und Bahnchef Rüdiger Grube gibt es gleich im Anschluss an diese Sendung. Die Bundeswehr untersucht einen neuen Vorfall bei den deutschen Soldaten in Afghanistan. Noch einmal Thorsten Schröder.
Wenige Wochen nach dem tödlichen Schießunfall in Afghanistan soll ein Soldat derselben Bundeswehreinheit einen Kameraden mit der Pistole bedroht haben. Darüber hat das Verteidigungsministerium heute die Fachleute der Bundestagsfraktionen informiert. Vergangenen Freitag habe ein Soldat einem anderen im Streit eine Pistole an den Kopf gehalten. Dieser habe die Waffe weggeschlagen. Ein Schuss habe sich nicht gelöst. In Moskau und St. Petersburg sind am Rande von Kundgebungen gegen die Regierung Dutzende Oppositionelle festgenommen worden. In der russischen Hauptstadt hatten sich etwa 600 Menschen versammelt und den Rücktritt von Ministerpräsident Putin gefordert. Die Regierungskritiker demonstrieren regelmäßig am 31. des Monats, um so auf den 31. Artikel der Verfassung hinzuweisen. Er schreibt die Versammlungsfreiheit fest. In Myanmar, dem früheren Birma, ist heute zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wieder ein Parlament zusammengekommen. Journalisten war der Zugang zu der konstituierenden Sitzung verwehrt. Das Parlament wird von Militär- und regimenahen Parteien dominiert. International war die Wahl im November als unfair und nicht demokratisch kritisiert worden. Im Süden Japans ist der Vulkan Shinmuidake ausgebrochen. Zum ersten Mal seit 52 Jahren schleudert der Berg wieder Asche und Felsbrocken in die Luft. Hunderte Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Sie wurden in Turnhallen und Gemeindezentren untergebracht. Die Asche- und Rauchwolken beeinträchtigen auch den Zug- und Flugverkehr. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, formulierte Goethe vor fast 220 Jahren. Und um gleich mit des Meisters eigenen Worten zu kontern, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Denn edel und hilfreich sind die meisten Menschen nur, nachdem sie vorher die Hand aufgehalten haben. Nun zeigt unsere heutige kleine Schlussgeschichte, dass es sich durchaus lohnen kann, zu den anderen ein bisschen nett zu sein, ohne gleich raffgierig eine Gegenleistung haben zu wollen. Der Geldregen folgt da nämlich von ganz allein. Das ist nicht das Wort zum Montag, sondern eine wahre Begebenheit aus Frankreich, von der Ellen Ini jetzt erzählt. Es war einmal in der kleinen, beschaulichen Stadt Dieppe in Nordfrankreich. Hier in diesem unscheinbaren Haus, gleich gegenüber der Kirche, lebte eine Dame, die so unauffällig und zugleich so außergewöhnlich war, dass im Moment das ganze Städtchen über sie spricht. Jeanine Vromont starb 2008 im Alter von 86. Sie war Einzelkind, unverheiratet und hatte keine Nachfahren, sodass sie in ihrem Testament kurzerhand all die Menschen bedachte, die ihr im Leben etwas Gutes getan hatten. Zum Beispiel die nette Apothekerin, die regelmäßig ihre Medikamente besorgte. Oder die freundlichen Beamten, mit denen sie bei der Post zu tun hatte. Oder die Kassiererin im Supermarkt, die mit ihr plauderte und schwere Waren sogar in die Wohnung tragen wollte. Doch das lehnte die alte Dame kategorisch ab. Sie kam regelmäßig zum Einkaufen, weil sie unseren Laden mochte. Einmal da hat sie gesagt, ich erwähne euch in meinem Testament, aber wir dachten, das sei nur ein Scherz. Jetzt sind wir wirklich baff, wie nett von ihr. Auf diese Art machte Jeanine Vromont insgesamt 303 Menschen glücklich, sehr zum Leid des Notars, der als eine Art Detektiv tätig werden musste. Er brauchte über 2 Jahre, um alle Erben zu finden, denn manchmal kannte die moderne Samariterin weder Name noch Anschrift. Sie vermerkte zum Beispiel, bitte an den Boten denken, der öfter Besorgungen für mich gemacht hat. Sie hatte schon vor langer Zeit begonnen, eine Liste mit Erben anzulegen. Wir mussten sie dann nur noch ermahnen, rechtzeitig ein Testament aufzusetzen, bevor sie stirbt. Jetzt bekommt jeder Erbe einen Scheck über 1.970 Euro. So wie die 8 Nachfahren eines Bestattungsunternehmers, bei dem Jeanine Vromont regelmäßig Grabschmuck kaufte. Sie war so großzügig. Das ist eine Tugend, die es in unserer Gesellschaft heute kaum noch gibt. Besonders dankbar zeigte sich Jeanine Vromont, die keinen Führerschein hatte, gegenüber den Busfahrern. Die stoppten für sie auch außerhalb der Haltestellen, weil die alte Dame schlecht zu Fuß war. Eine kleine Geste mit großer Wirkung. Alle 40 Fahrer sind jetzt überraschte Erben und damit Teil des Stadtgesprächs von Dieppe. Dass aber jetzt nicht sämtliche Busfahrpläne in Deutschland durcheinander geraten. Ingo Zabaroni meldet sich mit dem Nachtmagazin um 0 Uhr und Sven Plöger bietet gleich im Wetter die Farbe Hochnebelgrau am Himmel an. Wir sehen uns morgen. Bis dann.